Hallöchen, meine lieben Freunde, es ist wieder Zeit für eine saftige Runde, saftiges Kingdom Hearts Rechain of Memories 1.5 HD Remix. Oh yeah, Sora schwingt im Beat mit meinen Sätzen, nicht wahr, Sora? Genau. Wir haben im letzten Part ein wenig geschnetzelt weiter in Hollow Bastion, haben auch die erste Schlüsselsequenz gefunden und herausgefunden, dass Bell anscheinend Beast doch mag, aber ihn beschützen möchte. Und Malefiz hat Bell entführt. Und ja, nun werden wir wohl in die zweite Schlüsselsequenz eindringen, um zu gucken, wie die Geschichte fortgeführt wird. Eine grüne Karte willst du haben? Die kann ich dir bieten. Eine 7 oder höher? Die kann ich dir ebenfalls bieten. Und dann die. So, wie geht die Geschichte weiter? Finden wir es heraus. Gleich Action am Anfang des Parts. Das ist doch super die Bupadi. Oh oh. Worauf wartest du? Ruf ihn. Nein, ich werde nicht zulassen, dass du ihm was antust. Dann bringe ich dich zum Schrein. Dieser Narr wird sofort angerannt kommen, wenn er dich hört. Oder Bigfoot stört. Genug jetzt! Yeah! Das Biest ist nicht der Einzige, mit dem du es zu tun bekommst. Verschwinde, Kleiner. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du möchtest auch mitschreien. Ja. Wenn der Rohling eure Angstschreie hört, wird er mir in die Arme laufen. Spar dir die Mühe, Malefiz. Eins, Alter. Du bist hier. Nein, das darfst du nicht. Ich hatte dir doch gesagt zu gehen. Lass mich in Ruhe. Ich möchte dich nie mehr wiedersehen. Bell. Wie kann sie so etwas nur sagen? Na gut, wenn du so empfindest, dann werde ich das akzeptieren. Mein hässliches Äußeres ist bloß die Strafe dafür, dass ich so egoistisch und unfähig zu lieben war. Ich wurde in ein Biest verwandelt, das niemand liebt, und wurde nur noch egoistischer. Bis ich dich traf, Bell. Kein Mensch außer dir hat mich je akzeptiert. Nach und nach erwärmtest du mein kaltes, egoistisches Herz. Nie werde ich die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, vergessen können. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zurücklassen, auch wenn du mich dafür hast. Meine letzte egoistische Tat. Oh, Beast. Tja, das mag Malefiz wohl. Sieh an, sieh an. Nie hätte ich gedacht, dass sich so hinter solch einer Hässlichkeit ein so schönes Herz verbirgt. Musst du gerade sagen. Das schreit nach einer Planänderung, Beast. Ich werde mir dein Herz anstatt Bells holen. Oh. Nein, nicht! Wow! Mann, er hätte doch einfach wegspringen können. So viel zur Planänderung. Ich bleibe bei Bells Herz. Es scheint, ihre kalten Worte waren kein Spiegel ihrer wahren Gefühle. Sie liebt dich, Beast. Ich spüre, wie ihr Herz für dich schlägt. Du elende Hexe, gib sofort Bells Herz frei. Wo ist sie? Sie ist da lang. Dorthin haben wir ihren Schatten huschen sehen. Das ist ja seltsam. Was macht ihr eigentlich hier, Trottel? Ja, gute Frage. Wir haben keine Zeit zum Reden. Wir müssen sie sofort verfolgen. Oder, Donald hat das gesagt, ne? Oh, wir müssen sie sofort verfolgen. Ihr helft mir? Na klar doch, nach dem, was du eben gesagt hast, müssen wir dir doch helfen, du Casanova. Los, holen wir uns Bells Herz zurück. Na und ob. Schlüssel des Seins. Und das war ziemlich überladen, so viele Sprechblasen. Und wir haben jetzt die letzte Schlüsselkarte erhalten. Oh mein Gott, Action pur. Wow. Wir sind im weißen Raum gelandet. Warum? Mensch, scheiß Pofungis, interessiert doch ein Schnutz. Was will man mit denen schon machen? Oh Mann, ich würde so gerne alle Gegnerkarten haben, aber das, oh, das wird so anstrengend werden. Ja, ich weiß, das nervt ein bisschen, aber die Musik regt so zum Mitswingen an. So, wo jetzt lang? Noch einmal geradeaus. Aber natürlichsten. Die ermächtige Dunkelheit bringt gar nichts. Finde ich zumindest. So, dann jetzt hier lang.
Diddle-diddle-dum. Lade schneller, Gabe, es muss vorangehen in Hollow Bastion. So, die Schlüsseltür haben wir jetzt, sie ist verschwunden. Oh nein. Voll creepy, wie es da so nach unten geht, so voll schwarz. Dort geht es nach unten drunten. Aber wir wollen nach oben droben. Nicht wahr? Die Türen sehen auch geil aus. So, was willst du denn? Eine 7. Habe ich leider nicht. Nehme ich halt. Obwohl, hier droppen sie ja noch schlechter Karten, hä? Nee. Ah, Mann. Ja, gut. Obwohl, nee, das bringt mir auch nichts. Arg, arg, arg. Dann nehme ich halt die anhaltende Betäubung, weil mit Feuerbrunst kann ich die eh alle wegbürzen mit einem One-Hit. Da brauche ich keinen mehr Kampfschaden von Anfang an. Vielleicht seht ihr jetzt mal auch einen anderen Raum. Vielleicht mal wieder draußen statt nur drin. Ja, wir sind draußen. Kurz und knackig, so wie es sein muss. Moment, oh nein, Magieresistenz, Magieresistenz, ich hasse dich. Tja, trotz der Magieresistenz hatten sie keine Chance. Und du auch nicht. Dennoch leider keine Gegnerkarte von den Pupis. Wie gern ich doch eine hätte. Ist hier wer? Wow, ja, ist einer. Es ist so geil, die nächste Welle von Gegnern kommt und wird immer noch von der Feuerbrunst mitgerissen. Die denken sich so, ja, das sind wir dann. Oh, scheiße. Nicht mal eine Chance gehabt, Hallo zu sagen. Ich wusste nicht mal, wer gekommen ist. Ich glaube, wie Vivian oder so und gleich weggefurzt. Ey, so geil. Man wird es kaum glauben, wir haben sogar bald wieder ein Level ab. Vielleicht noch so 3, 4 Kämpfe, dann haben wir wieder eins. Geht halt extrem schnell. Dunkelmagier, yeah, why you know, give me your enemy's card. Or so. Keine Ahnung. Why you know. So. Was ist denn hier oben Feines? Wow, Blitz, Blitz, Blitz. Weg, Blitz. Ah, nein. Ich mache einen Tornado und der Gegner rennt mir auch noch so rein. Oh, was ist das denn für ein schönes... Voll in den Tornado reingerannt, ey. So, nach dumm. Dumm, Sora, dumm. So eine richtig dicke Feuerkugel einfach in den Arsch des Defendors gejagt, ey. Der wird sich sicherlich gefreut haben. Hallo? Na, nichts? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber hier ist doch was. Wusste ich's doch. Keine Chance. So. Na, haben wir hier noch was? Natürlich haben wir hier noch was. Voll geblitzelt, ey. Der wurde voll geblitzdingst. So, ich denke mal, jetzt haben wir hier alle. Ja, nach rechts ging es ja in so einen Random-Raum. Ich mache hier einfach mal schnell einen Schatzraum raus. Oh, einen neuen willst du sogar haben. Ich habe einen neuen. Hier, bitteschön. Es soll ja schnell vorangehen. Dann kriegen wir wenigstens ein paar Mogri-Punkte. Und die Karte wird enthüllt, so wie es sein soll. Wenn hier eh eine Sackgasse ist, ne? Was soll's. So, Mogris. So. Bringt das aus? Löschen der Flammen eigentlich was? Ich glaube, da kam bis jetzt noch gar nichts raus, oder? Zack. Anscheinend nicht. Und her damit. Blitz. Ich mag irgendwie den Königsanhänger. Das ist so ein schön schlichtes, schickes Design. Gefällt mir das Schlüsselschwert. Ich mag's. Ich müsste mir mal überlegen, was so meine Top 10 an Schlüsselschwertern so ist. Vom Aussehen her. Nicht von den Werten, sondern einfach vom Aussehen her. Weil klar, von den Werten wäre es ja eh meistens Ultima, ne? Aber so vom Aussehen her. So eine rein optische Top 10 müsste ich mir mal überlegen. Vielleicht, vielleicht. Mal looken. So. Hier war, glaube ich, direkt der Raum davor, ne? Genau. Ja, machen wir hier nicht jetzt gar aus. Machen wir hier einfach auch eine Karte hin, damit es schnell geht. Was könnte ich denn hinknallen? Eine Verschnaufpause? Das ist eine verdammt gute Frage. Ach komm, machen wir einfach eine Verschnaufpause. Speichern werde ich trotzdem nicht, aber es gibt vielleicht ein paar Mogri-Punkte. Das war jetzt die einzige Neuner, die ich gerade hatte, die nichts mit Kämpfen zu tun hatte. Ich will jetzt ein bisschen die Story vorantreiben, weil ich will ja danach in diesem Part auch noch ins Schloss des Entfalls zurückkehren. Sonst wird das alles ein bisschen eng.
Hallo, hallo? Nichts. Und nichts. Ja gut, da geht's direkt weiter. So, einmal die bitte. Dann einmal eine Null, Katze haben. Und zu guter Letzt die da. Alle sind glücklich, heudeliho, weiter geht's, ab in den Po. Nee, Moment. Das wohl eher dann doch nicht. Oh, Malefiz, da bist du ja. Mein Respekt, dass du es so weit geschafft hast, Biest. Zum Dank sage ich dir auch, wieso Bell dich abwies. Meine schwarze Magie braucht Herzen von äußerster Schönheit. Bell war perfekt, tief in ihrem Herz, in ihrem Loch. Ich wollte schon Loch lesen, wegen loderte. Oh mein Gott, das ist so eklig. Tief in ihrem Herz lodert ihre Liebe für dich mit solch ungewöhnlicher Helligkeit. Doch sie hat meine Pläne durchschaut, indem sie ihre Liebe zu dir leugnete, entzog sie mir ihr Herz. Aber sie hat mich gerettet, mich beschützt. Sie konnte ihre wahren Gefühle nicht verbergen. Ich hab genug gehört. Gib ihr Herz frei, Malefiz, sofort! Wenn nicht... strapaziere nicht meine Geduld! Ist dir nicht klar, weshalb ich dir das alles erzähle? Doch nicht etwa, weil ich so nett bin. Ich habe es nur getan, um deine Zweifel auszuräumen. Jetzt erstrahlt dein Herz wieder in Liebe zu Bell. Ich werde mir auch dein Herz nehmen, Monster. Das wirst du nicht. Ihr wagt es, mich mir zu trotzen, ihr jämmerlichen Narren. Wow, die hat aber Achseldämpfe. Moment, das konnte sie doch in Kingdom Hearts aber nicht so einfach. Zum Drachen werden? Oh oh, hallo. Ja, Mann. Oh oh, Hilfe. Haha, oh, eine Gimmickkarte, sehr schön. Einfach ein bisschen draufhauen. Oh, zack, zack, zack. Oh, Schallschock wird wohl nicht treffen, oder? Naja, nicht wirklich. Oh, zack. Oh, zack, zack, na, komm her. Oh, verdammt. Aber, wow, ich bin ja schon fast... tot! Alter Paddan! Das war knapp! Ich will nicht sterben! Nicht gegen Malefiz! Nicht wie damals! Moment! Wow! Richtig dickes Schwein, Mann! Komm her! Ich hau dir sowas von deinen Reihen! Warum hast du so viel Leben, Mann? Du nervige Pute! Stirb! Friss! Yeah! Ich hab noch eine Runde, die irgendwie nicht richtig trifft. Egal. Ich habe irgendwie das Gefühl, Feuerbrunst wird nicht so viel bringen und sie sogar heilen. Aber ich kann es ja mal versuchen. Und los! Boom! Doch. Na cool, na dann. Doch schön. Wander! Wander! Blitzka! Feiger! Sehr schön. Hat ja doch was gebracht. Was bringt das? Oh, okay. Yay! Oh. Na gut, greif ein bisschen an. Warum nicht? Sehr schön, wir haben eine Plattform. Ist ja auch geil. Yeah, 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 yeah. Das sieht so bescheuert aus. Aber damit haben wir es geschafft. Yeah! Fetten Fußkick so in die Fresse. So bam! Ist das mal ein Witz? So geowned, mitten im Level-Up, wie geil. Und als ob das echt geil genug wäre, gibt's sie noch als Drache dazu. Malefiz Drache, Malefiz alleine wäre als Katze so scheiße. Oh, kein Spezialmanöver, na dann eben KP, wie es sich gehört. Und zack. Wow, das war knapp, ich wäre fast gestorben. Aber dann halt nicht, huhaha. So. Boah, ihr Herz. Warum hat sie eigentlich so ein Riesenherz, Mann? Es strahlt vor Liebe.
Da ist sie wieder. Mit einem gelangweilten Gesichtsausdruck. Ah! Bäh! Schönes Kleid. Oh, wie niedlich. Was für ein Glück. Ach, bitte vergib mir, ich musste grausam zu dir sein. Aber ich konnte meine wahren Gefühle wohl nicht verbergen. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Für einen Moment zweifelte ich an deiner Liebe. Ich möchte nie wieder an diese Verzweiflung denken müssen. Dann tu's nicht. Lass uns die traurigen Erinnerungen durch glücklichere ersetzen. Sofort, da hinten ist ein Bett. Belle, meinst du nicht, das ist ein bisschen zu früh? Ich meine, hinter uns sind Minderjährige. Oh je, die beiden sind ja völlig gefühlsduselig. Und, naja, irgendwie hat er auch recht mit Minderjährige. Wir sollten sie jetzt wohl besser allein lassen, sonst wäre ich noch verstört fürs Leben. Gute Idee, lasst uns gehen. Das wird haarig. Ach ja, und damit haben wir Hollow Bastion abgeschlossen und sind wieder mal, wie es sich gehört, im Refugium des Siegers. Wir sind solche Siegertypen. So, mal schnell noch gucken, ob es hier irgendwo Punktis gibt. Sieht aber nicht so aus. Und auch, also wir haben noch Zeit, deswegen werde ich einfach mal jetzt zurück ins Schloss des Entfalls huschen. Das kriege ich noch hin und dann überziehe ich den Part halt ein wenig. Na und ist halt so, für euch tue ich doch alles. Manche Parts werden halt kürzer, weil ich nicht richtig kalkulieren kann, wie viel Platz jetzt gespart wird durch die weggeschnittenen Kämpfe. Und andere werden dafür wieder länger, wie dieser hier. Oh yeah, yeah. So. Wir sind jetzt Level 61, wenn ich mich nicht täusche. Das ist doch ein gutes Level, ein gutes Level. Hollow Bastion. So, los geht's. Who are you? I am Vexen. I have come to collect your debt, Sora. A debt? Sora, do you owe something to this guy? Come on, of course not. Oh, but you do. You owe me for reuniting you with your former friend. No, you don't mean... Indeed, I do. I'm the one who brought Riku to you. Then... You're the one... You're the one who's been controlling him! What have you done with him? I see no need to give you information about where Riku is. After all... Why trouble you in your final hour? Moment. Da habe ich aber noch ein Wörtchen mitzureden hier. Wir müssen jetzt gegen Vexen kämpfen, den alten Stinky. Na gut, dann tun wir dies doch auch. Komm her, zack. Ist den hier. Willst du noch ein paar hiervon und davon und hier? Wie wär's damit? Yeah, yeah, yeah. Das tut weh, hä? Ha, das hat wohl nichts gemacht. Hey, Parade, was? Oh, du bist ja Asi, du kannst meinen fucking Angriff abwehren? Das ist ja unfair. Oh, scheiße. Das war vielleicht jetzt nicht so toll. Er ist ja Typ Eis. Machen wir das doch mal wieder gut. Bitteschön. Und zack, boom. Yeah. Thunder! Thunder! Fire! Puh, wieder voll erholt. Ich auch. Her damit, so. Denkst du, du wärst der Coolste, nur weil du das Eis beherrschst? Eis macht einen noch lange nicht cool. Der Schallschock macht es nämlich. Zack, zack, zack. Oh yeah, und zack. Und die Schwertfall-Serie natürlich. Das glaube ich jetzt aber nicht. Oh, oh. Ah, fuck. Aua. Das tat weh. Uah. Du bist ja gemein. Hör auf damit.
Heal. Fire! Und Healing. Ich bin wieder dran. Ha, du musst dich heilen. Warum parierst du meine Angriffe? Das ist ja nicht sehr nett, finde ich, persönlich gesagt. Deswegen einfach mal... Wow. Ah! Fire in the hole. Thunder. Thunder in the hole. Oh Gott, Eisladel. Na, willst du irgendwas machen? Ja, ich auch. Friss da den hier. Und noch den hier. Oh oh. Donald! Oh, danke fürs Heilen. Danke fürs ihn heilen auch. Donald, du Trottel. Ha! Yeah! Zack, zack! Schrei nur so viel du willst, es wird dir nichts bringen. Denn ich habe es geschafft, Mann. Los, komm und stirb! Yes, baby! Puh, Wechsel war schon eine Nummer für sich. Der war ein bisschen haariger. Aber nicht haarig genug. Auch wenn er lange Haare hat. As I expected, you weren't one to die very easily. As if I'd ever lose to you! I wouldn't be so sure. Did you even notice? I was delving deep into your memory as we fought. And here, look what I found. A card crafted from all the memories that are locked in the other side of your heart. Huh? Wait! Memories? In the other side? Was meint ihr denn damit? Sora lernt Frost. Dasselbe wie er also eingesetzt hat. Eis, Eis und Stopp. Okay. Twilight Town? Was ist das denn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Also, hä? Warum sollen wir das bitte kennen? Und was labert der von der Kehrseite meines Herzens? Hat er irgendwelche Schäden? Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, ihr hättet mir auch mal helfen können. Dolan hat mir ein bisschen geholfen. Naja, er hat auch ihm geholfen. Die Kehrseite deines Herzens? Liegen dort alle verschütteten Erinnerungen? Die ich weggesoffen habe, oder was? Wir werden es herausfinden. If Sora disappears, that would mess up the organization's plans. I trust that you know what you need to do. Haven't a clue, really. Maybe you could spell it out for me. Vexen has clearly committed a treasonous act against the organization. You must eliminate the traitor. No taking that back later. Okay, das hört sich nicht gut für Vexen an. A card made out of memories from the other side of your heart? Hmm, I wonder what it does. We'll find out soon enough. It's the only one we have left. No other way to move forward. Genau, denn wenn man die Tür einfach so öffnen würde, würde man in ein schwarzes Nichts fallen, weil da keine Welt hinter ist. Das wäre so geil. Hm, warum muss ich eigentlich die Karten immer benutzen? Ach, machen wir die Tür einfach mal so auf. Und da fällt man so in ein schwarzes Loch. Was meinst du? Habe ich auch Erinnerung auf der Kehrseite meines Herzens? Schaurig. Ja, du bist in deinem aller Leben eine Frau. Oh Gott. Vexen wartet nur darauf, uns in die Falle zu locken. Tja, mal gucken, was mit Vexen passiert. Er ist ja anscheinend jetzt ein Verräter geworden der Organisation. Weil er uns die Karte gegeben hat oder so? Keine Ahnung, weil ich glaube, die Karte, die er uns eigentlich geben sollte, ist eine ganz andere. Weil er hatte ja irgendwie Karten von der Insel des Schicksals bekommen von... Axel, so wie ich das gesehen habe, aber er hat irgendwie eine andere Karte geschmiedet und die uns stattdessen geben. Vielleicht ist das als Verrat angesehen worden oder so, keine Ahnung. Vielleicht hätte er uns die gar nicht geben dürfen. So creepy.
Gut, Geschichte. Hallo, Bastion. Das Biest war wie vor dem Kopf gestoßen. Es war gekommen, um Bell aus Malefits Fängen zu befreien, doch nun hatte sie ihn abgewiesen und sich geweigert, mit ihm zu fliehen. Wir hatten Mitleid mit ihm und begleiteten ihn, um Bell zur Rede zu stellen. Es zeigte sich, dass sie sich nur vorgegeben hatte, nichts für das Biest zu empfinden. Malefits hat es nämlich auf liebende Herzen abgesehen. Doch vor die Wahl gestellt, konnte Bell ihre wahren Gefühle nicht länger verleugnen und so raubte Malefits ihr das Herz. Mit dem Biest zusammen bezwangen wir Malefits und gaben Bell ihr Herz zurück. Ja, wer es glaubt, das Biest haben wir nämlich gar nicht benutzt. 78%. Das sieht doch schon langsam voll aus. Kartenindex. Beschwörungskarten haben wir jetzt auch vollständig. Mushu. Mushu stößt sein Feuerodem auf die Gegner aus und verursacht Feuerscharmere, kann kombiniert erhöhen die Angriffszahl. Freundeskarten. Das Biest. Vorletzte. Das Biest schleudert Gegner in Soras Richtung, die Sora dann zurückschleudern kann. Mehrere kann kombiniert erhöhen die Anzahl der Schleuderangriffe. Slider. Feindeskarten. Da habe ich ja, glaube ich, nur die Vivern, genau. Ladepause ermöglicht Nachstocken von Karten, ohne dass dabei der Ladezähler hochgesetzt wird. Nicht schlecht. Malefits Drache und Sigma haben wir ja auch. Turbo Boost, Nachstocken von wird verlangsamt, aber die Wirkung von Angriffskarten gesteigert. Also mehr Angriff, aber langsames Nachstocken, okay. Superschuss, verstärkt Schussattacken wie zum Beispiel Schwertwurf oder Feuer. Okay. Hört sich auch nicht schlecht an. Weltenkarten. Twilight Town. Ermöglicht es dir, Twilight Town zu besuchen, kann im 11. Stockwerk verwendet werden. Hätte ich nicht gedacht. Charaktere. Charaktere 2. Wexen. Ein Mann, der nur für seine dubiose Forschung im Schloss des Entfallens lebt. Wexen wollte Sora zerstören, indem er Rico kontrollierte und die beiden gegeneinander kämpfen ließ. Als dieser Plan aber fehlschlug, konfrontierte er Sora anstelle von Rico persönlich. Der ist ganz schön groß, der Kerl. Andere sind jetzt vollständig. Mushu. Mulan, 1998. Als Drachenwächter einer chinesischen Familie aufgrund eines Fehltritts hat er vor langer Zeit einen großen Teil seiner Macht verloren. Wenn ihn Sora ruft, ist Mushu sofort zur Stelle. Oh, armer Mushu. Und dann natürlich Hollow Bastion, das Biest. 1991. Ein Prinz, der wegen seiner Selbstsucht in ein Biest verwandelt wurde. Als er Bell kennenlernte, kehrte wieder Menschlichkeit in sein Herz zurück. Die Überraschung über Bells abweisendes Verhalten konnte seinen Glauben an ihre Liebe nie erschüttern. Aber da hat er doch was ganz anderes gesagt. Egal. Eine junge Frau, die hinter dem Äußeren des Biests ein gutes Herz erkannte und sich trotz seiner Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen, liebevoll um es kümmert. Als ihr klar wurde, dass Malefiz ihr Herz will, verhielt sie sich dem Biest gegenüber abweisen, um ihr und sein Herz vor der Hexe zu schützen. Malefiz. Von Dornröschen, 1959. Eine Hexe, die über die Dunkelheit herrscht. Schon einmal hatte Malefiz mit den Herzlosen die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Damals kam es bereits zum Kampf zwischen Sora und ihr. Sie versuchte, Bells Herz zu stehlen, um so ihre dunkle Mächte zu stärken. Doch Bell durchschaute ihre Plan. Und das war ja keine echte Malefiz, war ja nur eine Erinnerung, ne? Deswegen konnte sie auch existieren. Malefiz in Drachengestalt. In Kingdom Hearts 1 ist ja nämlich besiegt worden. Ihre eigenen Hexenkünste in Verbindung mit den Mächten der Dunkelheit haben Malefiz zu einer furchterregenden Gegnerin gemacht. Ein furchterregendes Bubel. Schattenlose wollte ich schon sagen, die Herzlose. Defendo, ein Herzloser, der hauptsächlich in Hollow Bastion residiert. Mit seinem Schild wehrt er Frontalangriffe ab, physische wie auch magische, und schleudert hinter dessen Schutz Feuerbälle auf seine Gegner. Bies, böse. Er ist außerdem ein geübter Kartenmeister und sticht die Karten seiner Gegner, wenn sie nicht mit einer ausgeklügelten Kampftaktik aufwarten. Na klar. Vivan, ein riesiger Herzloser, der sich von oben auf seine Gegner stürzt. Trotz seiner Größe ist er sehr agil. Er spähte einen Gegner, stürzt er sich geradewegs auf ihn und bombardiert ihn mit einer starken Trittserie. Was für ein Fußballspieler. Schwarzmagier, ein magisch sehr versierter Herzloser. Er ist ein formidabler Gegner, der mit starker Feuer-, Eis- und Blitzmagie angreift. Und noch die Puffungis. Ein Herzloser, der atypisch für seine Gattung sehr zutraulich Menschen gegenüber ist. Er greift niemals an und belohnt so manchen, der ihm aus der Klemme hilft. Nettes kleines Püperle. So, damit hätten wir das. Status... Ragnarök haben wir gelernt. Sonst noch was? Ja, der Querschläger. Frost. Feuerbrunst. Sehr geil. Inferno ist mit Mushu. Und Zornhagel ist mit Beast. Okay. So, dele, meine lieben Freunde. Ich würde dann mal sagen, im nächsten Part heißt es dann ab nach Twilight Town. Was wird uns dort wohl erwarten? Wie es überhaupt aussieht? Keine Ahnung. Wir kennen es doch eigentlich gar nicht. Was labert ihr, dass es von unserer Erinnerung stammt? Wir werden es herausfinden. Bis zum nächsten Part, Freunde. Tschüssele.